Du bist letztes Mal sauber gefahren. Es gab kaum etwas zu reparieren. Das Auto ist in Schuss. Ja, super. Und ich würde mal sagen, weiter geht's endlich mal wieder. Vielleicht habt ihr es schon gehört, ein wenig erkältet, aber das hält mich auch nicht davon ab, hier für euch weiterzumachen. Jawohl. Und wir befinden uns in Norwegen. Und das ist eine 3-Etappen-Trailblazer-Veranstaltung. 3 Etappen lang volle Power mit dem Trailblazer und da geht's auch schon los. Ich schalte gerade noch mal eben nebenbei um. Oh, ich war die ganze Zeit im ersten Gang. Das war, glaube ich, semi-optimal. Ah, so, nein, neu starten kurz. So, aber jetzt direkt in der richtigen Ansicht. Jawohl. So, da geht's auch schon besser los. Hat zwar auch kurz irgendwie das Gas weggelassen, aber egal. Jetzt sind wir hier im 885 PS gefährt. Und das auf Schnee, das verträgt sich natürlich sehr geil mit dem Drifts, aber das geht natürlich auch schnell in die andere Richtung, dass man es übertreibt, weil die Dinger einfach so viel PS haben auf der Hinterachse. Das gibt es gar nicht. Das sind halt so Übertreiberautos. Oh ja, und das war... Boah! Das war leicht übertrieben. Aber nur ganz leicht. Das war jetzt schon mal ein schlechter Einstieg. Ja, da bin ich gegen diese Kante dagegen gekommen. Vorne links gegen diese... die Kante, wenn ich jetzt fast wieder dagegen gekommen wäre. Oh, jetzt habe ich gerade die Karte nicht genommen. So, ich bleibe einfach mal im 5. Gang. So. Oh, hier kommt eine relativ langgezogene Kurve und... Ich fahre jetzt hier gerade, aber irgendwie... Nein, das war das Falsche. Ah. Der Gesundheitszustand hat sich quasi dem Wetter angepasst. Ah. Entschuldige mich schon mal für die Stimme. Ich glaube, die hört sich nicht so toll an. Und ich bin eventuell auch ein bisschen leiser als sonst und ich mache gerade irgendwie hier gerade mega kaputt und muss erstmal wieder auf die Strecke kommen. Ja. Ach du Scheiße. Oh, ich komme die ganze Zeit gegen diese scheiß Hügel gegen. Ich werde da von denen irgendwie angezogen oder so. Ich will da gar nicht gegenfahren, aber werde irgendwie von denen angezogen. Ich weiß nicht warum. Oh, ich bremse und nichts passiert, ey. Das ist doch, ja, gibt's doch nicht. Die erste Etappe kann man, glaube ich, schon vergessen, das war nicht. Da die ganzen Zeiten hier attackiert werden. Oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg ja gerade gar nichts hin. Da die ganzen Zeiten attackiert werden, ist das natürlich sehr schlecht, wenn man nur eine scheiß Zeit in der ersten Etappe fährt. Dann lohnt es sich eigentlich kaum noch die anderen zu fahren. Aber egal, wir versuchen jetzt einfach unser Bestes hier einfach mal rüber. Vielleicht können wir noch mal wieder ein bisschen Zeit gut machen, aber nein, ich werde schon wieder davon abgezogen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon die Wiederholung benutzt habe. Jetzt zum 4. Mal schon. Ich lenke ein, ich bremse, ich mache und tue und das bringt einfach nichts. Ich werde immer wieder von diesen scheiß komischen Gräben, Schneebergen, was auch immer, Teilen angezogen. Oh. So. So, sind wir jetzt da. Ein bisschen Strecke ist hier noch. Ein bisschen, jetzt sind wir noch ein bisschen über die Hälfte, aber jetzt, ja, 2/3 haben wir jetzt geschafft. Wenn ich das dann so richtig sehe im Augenblick. Wir wurden eingeholt von einem so einem Vogel da. Weil wir einfach gerade ziemlich scheiße fahren. Und haben schon so viele Wiederholungen vom Auto. Ja, jetzt ist doch gerade, das gibt's eigentlich gerade gar nicht. Trailblazer sind eigentlich geile Geräte. Aber naja. Das erste Rennen jetzt erstmal mit dem Ding wieder. Da passiert sowas. Hier gibt's ja keine Trainingsläufe oder so, sondern hier gibt's direkt die Action. Ah. Scheiße, oh, ich werde schon wieder angezogen von diesem Scheiß. Vielleicht aufpassen. Vielleicht haben die auch irgendwie Magneten irgendwo versteckt hier am Straßenrand, immer in den Kurven. Da
kann ja nicht sein, dass ich da so rausgezogen werde. Da vorne ist schon das Ziel. Wow, jetzt habe ich gerade auf die Karte geguckt und mache da gerade nochmal fast so einen Überschlag. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir sind Fünfter, obwohl wir gerade ziemlich schlecht gefahren sind. Ja, okay, die sind ausgeschieden. Na gut für uns. So haben die schon mal irgendwie eine Minute Rückstand. Ich kriege nämlich immer eine Minute noch draufgerechnet auf den letzten. Aber okay. So, wie viel Zeit müssen wir jetzt gut machen? 12 Sekunden mindestens, um in die Top 3 zu kommen. Ein bisschen weniger, sagen wir 10 Sekunden. Kriegen wir das hin? Ich glaube, das wird schwer. Naja, wir werden es versuchen in den nächsten zwei Etappen. Zwei sind es noch und die ersten können auch ausfallen. Das heißt, wir können uns vielleicht dann doch noch irgendwie nach vorne mogeln, wenn da vorne von denen ein oder zwei Leute ausfallen und wir eine gute Zeit hinlegen. Also, bis gleich in der nächsten Etappe. Oha, ganz schön dunkel. Der Mond ist wahrscheinlich gerade nur wieder am Himmel. Alles beleuchtet, wir müssen mit Licht fahren. Mit fast 900 PS unterm Po hier durch die Nacht. Das ist natürlich ziemlich riskant. Und dann noch durch den Schnee Norwegens. Aber egal, wir schaffen das schon irgendwie. Los geht's. Wir müssen 10 Sekunden ungefähr gut machen. Schaffen wir es? Wir schaffen es. Wir nehmen uns das jetzt vor. Auch wenn man hier ziemlich schnell failen kann, ziemlich schnell einen Fehler machen kann. Ich glaube, das ist die gleiche Etappe, bloß zurück, so wie es gerade aussah. Oh, da komme ich schon ziemlich weit raus. Aber nichts Schlimmeres passiert. Kein Unfall, nur ein bisschen weit rausgekommen. Die Bremspunkte hier sind auch ziemlich schwer zu erkennen in der Nacht. Weil mit dem Trailblazer muss man wahrscheinlich schon ziemlich früh auf die Bremse gehen, teilweise. Wenn man sonst die Kurve eben zu weit nimmt und nicht kriegt. Auch wieder von diesen komischen Hügeln da an der Seite angezogen wird. Wie jetzt gerade wieder. Uiuiui. Ich habe auch keine Ahnung, wo man am Anfang ist und den Dingern runterschaltet wieder. Ohne viel Speed zu verlieren. Oh, hier kommt wieder so eine Scheißkurve. Oh, gerade so. Da haben wir schon mit der Bodenplatte auf so einen Berg wieder aufgesetzt, also auf so einen Berg, das ist ja auch so ein Hügel. Ne? Das hätte auch schief gehen können. So, mal gucken. Die nächste Kurve geht ein bisschen nach rechts. Aber das sollte man auch so noch hinkriegen, oder? Ach, hier ist schon das Ziel. Und wir sind Erster. Obwohl wir ziemlich weit rausgekommen sind. Lad das Video auf YouTube. Das rockt. Ja, Mann, das rockt. Wir sind ungefähr fast eine halbe Sekunde sind wir schneller als der zweite. Und dieser Pedro, der zweite, ist in der ersten Etappe ausgefallen. Das heißt, in der Gesamtwertung sind wir immer noch Fünfter. Aber unser Abstand hat sich minimiert, würde ich mal behaupten. Und zwar brauchen wir jetzt noch circa. Immer noch circa 10 Sekunden, oder was? Nee. Das gibt's doch nicht. Das hat sich ja kaum minimiert, der Abstand. Ich dachte, der würde sich ein bisschen mehr minimieren. Aber egal. Eine Etappe haben wir noch. Wenn wir da wieder Erster werden, haben wir gute Chancen, noch auf den vierten oder dritten zu kommen. Wenn wir Glück haben. Wir wollen einfach mal, unser Ziel ist es jetzt, in der letzten Etappe noch aufs Podium zu fahren, also Erster zu werden und in der Gesamtwertung aufs Podium zu kommen. Das ist jetzt unser Ziel und bis gleich. Oha, ein Bahnübergang. Hoffentlich kommt da kein Zug, wenn wir da rüberfahren. Das wäre semi-optimal. Das wäre nicht so gut. Oh, ein Mustang, oder ist das? Sieht so aus. So, jetzt fahren wir als Zweiter los, glaube ich. Ne, als Dritter. Ich sehe es gar nicht. Ich glaube, wir fahren als Dritter los. Zumindest da oben die Anzeige, dann zwei Leute, drei Leute. Also fahren wir als Vierter los oder als Fünfter. Ne, als Fünfter fahren wir los. Da unten links kann man es ja sehen. Da konnte ich gerade kurz mal drauf.
waren dann ein paar Leute vor uns, dann haben wir ein bisschen Zeitvergleiche in den Sektoren. Oh, ups. Wieso? Ah, jetzt, okay, so. Das war gerade ein bisschen fail, tut mir leid. Jetzt spiele ich nochmal zurück. Ja, bis hierhin ungefähr. So, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Wir wollen ja unser Ziel erreichen. Das schaffen wir natürlich mit so einem Fehler nicht. Deswegen habe ich da jetzt mal zurückgespult. Ansonsten spule ich natürlich nur bei groben Fehlern zurück. Und man wirklich ein paar Strecke fliegt oder so. Bei kleineren Fehlern, wo man nicht runterfliegt, sind halt Fehler. Die müssen dann halt. Die hat man halt, das passiert halt. Solange nichts Größeres passiert, spule ich das auch nicht zurück, weil das einfach dazu gehört. Aber jetzt scheint gerade. Ja, es scheint gerade wieder was Größeres zu passieren. Ja. Das war gerade ein bisschen fail. Da sind wir runtergekommen. Wieder wurden wieder. Hier waren wir zu spät auf der Brücke, beziehungsweise waren noch zu schnell. Kommen wir zu weit raus, kommen auf diesen scheiß Hügel. Und da ist dann natürlich. Da ist natürlich das. Eine Leitplanke. Das ist dann fail. Müssen wir mal gucken, wo hier der Fehler ungefähr passiert sein könnte. Hier so. Hier können wir wieder einsteigen. Ah, nein, können wir nicht. Ach Gott, das war ja auch noch zu früh. Zu früh eingestiegen, auch nicht schlecht. Da waren wir schon im Rutschen. Das heißt, wir müssen noch weiter zurück. Hier vielleicht. Ja, das sieht schon besser aus. Hier rutschen wir nicht, hier können wir weiterfahren. Doch schon wieder besser aus. Da werden wir wieder ganz schön weit rausgesogen, aber das können wir abfangen. Das können wir abfangen. Kein Ding, kein Ding. Oh. Ganz schön huckelig die Strecke hier in dem Teil. Mega Lenkradvibration, alles mögliche. Weil. Oh, da wurden wir. Oh, man wird so schnell angezogen von diesen scheiß Teilen. Das gibt's gar nicht. Das liegt, also da kriegt man dann, wenn man zu weit angesogen wurde, kriegt man dann so ein Force Feedback und dann rüttelt einen das Lenkrad nochmal extra rüber. Und dann ist man erst recht drin und dann kann man gar nichts mehr machen. Oh, das habe ich aus Versehen erst geschaltet. Also das ist jetzt der Tag der Rückblenden anscheinend. Kommen wir auch nochmal gegen und sind jetzt nur 8, da war ja klar. Also das war nochmal ein ganz schönes Fail zum Schluss. Egal, haben wir trotzdem den 5. Platz. Dann müssen wir gleich nochmal irgendein anderes Rennen angehen. Und dann geht das auch. So, nachdem wir hier 5. geworden sind, wird es dann im nächsten Part Gymkhana, meine allerliebste Disziplin, mal wieder geben. Auf Monaco. Also freut euch auf den nächsten Part. Bis dann, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.